Angesichts der doch weitgehend katastrophalen wirtschaftlichen Lage haben sich die Finanzmärkte sehr, sehr gut geschlagen. Und einer der Gründe, warum das so ist, ist, dass man Hoffnung auf einen Impfstoff hat. Der werde kommen, es werde bald etwas geben, womit man dann die Leute vielleicht ein bisschen immunisieren kann gegen das Coronavirus. Und heute Nacht zum Beispiel in Asien eine Rallye, vor allem weil aus China die Meldung kommt, dass man hier einen Impfstoff testet, jetzt in der Phase 2, in der klinischen Phase 2. Und das schürt wieder die Hoffnungen, dass da bald was kommen wird, dass wir dann das Problem irgendwie in den Griff kriegen, dass dann letztendlich alles wieder so wird wie vorher, dass die alte Welt wieder kommt und die neue nur ein kleiner Albtraum war, der sich dann wieder verflüchtigt. Die Frage ist, stimmt diese Annahme? Schauen wir uns zumindest mal die Vergangenheit an und gucken, was da der Fall ist. Und hier ist vielleicht mal zu konstatieren, dass es in den letzten 17 Jahren nicht gelungen ist, weder eine Impfung noch einen monoklonalen Antikörper gegen Coronaviren zu entwickeln. Wir haben ja schon SARS im Jahr 2003 gehabt. Und man kann sich vorstellen, dass natürlich in Asien vor allem sehr viel geforscht wurde, nachdem das dort aufgetreten war, dass man versucht hat, eine solche Epidemie wieder zu verhindern. Da ist viel Forschung passiert und dennoch hat man es nicht geschafft, auch nur annähernd sozusagen wirklich Erfolge zu erzielen. Es ist überhaupt noch nie gelungen, eine Impfung gegen welches Coronavirus auch immer zu entwickeln, sagt hier ein Schweizer Kenner der Materie. Wir haben es also noch nie geschafft, irgendetwas gegen ein Coronavirus zu tun. Und es gibt ja diese Coronaviren schon länger oder diese Form der Viren schon länger. Jetzt ist aber die Rede, ja, wir könnten im Herbst einen Impfstoff bekommen. Bill Gates sagt, ja, vielleicht erst in 1,5 Jahren. Dann hört man in öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oh, das ist aber eine pessimistische Einschätzung. Nein, in den letzten 17 Jahren haben wir es nicht geschafft, warum dann es in den nächsten 1,5 Jahren gelingen soll. Und das gleichzeitig noch eine pessimistische Einschätzung ist, das ist vielleicht die große Frage. Natürlich Rallye auch an den Aktienmärkten wegen der Liquidität, die vor allem die Fed hier reingepumpt hat. Aber schauen wir uns mal an, wie diese Dinge verlaufen sind. Gestern ja ein merkwürdiges Szenario. Wir haben den S&P mehr als 1% im Minus. Der Nasdaq war mehr als 1% im Plus. Das gab es seit 1985 noch nie eigentlich. Also eine ziemliche Divergenz. Wir hatten am vorletzten Handelstag, als die Fed hier so agierte, am Freitag hatten wir den Russell über 5% im Plus. Gestern war er 3% im Minus, weil die Fed eben auch Junk Bonds kauft. Wir sehen hier ein Muster, ein Vergleich zwischen dem Lehman-Abverkauf und Covid-19. Wir sehen, dass wir jetzt stärker gestiegen sind, als wir bei Lehman damals nochmal gestiegen sind, aber auch damals, auch in der Dotcom-Blase, auch in der Lehman-Krise, in der Finanzkrise hatten wir Rallyes von über 20%, ist also nicht so furchtbar ungewöhnlich. Wir sehen, dass jetzt so ein bisschen das Narrativ herrscht. Wir haben das Tief gesehen. Goldman Sachs schwenkt um, Morgan Stanley schwenkt um und sagen, hey, das war's doch jetzt, wo die Fed so massiv agiert. Da kann nichts mehr schiefgehen. Wir erhöhen unsere Kursziele. Goldman Sachs. Apropos Stichwort Goldman Sachs, wir haben heute die Zahlen der Banken, JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Da wird man besonders auf achten, wie schaut es denn aus mit den Abschreibungen auf Kredite. Man hat die Regularien verändert, sodass die Banken jetzt ein bisschen klarer darauf hinweisen müssen, was für Risiken sie vor allem im Kreditportfolio in den Büchern haben. Das wird spannend zu sehen sein. Jedenfalls ist das das Narrativ. Goldman Sachs hat noch kurz vor dem Tief gesagt, oh, wir werden weiter nach unten knallen im S&P auf 2000 Punkte. Dann ging es sofort wieder nach oben. Jetzt sagt man, wir werden die 3000er Marke im S&P 500 sehen. Mal sehen, ob man wieder als Kontraindikator sehr erfolgreich ist. Wir schauen uns mal an, was mit den Gewinnerwartungen vor allem in den USA passiert ist. Erstes, zweites, drittes, viertes Quartal. Heute beginnt ja, wenn man so will, die Berichtssaison für das erste Quartal, das eigentlich ja, naja, Schnee von gestern ist, nur die letzten 2 Wochen sind interessant. Wie viel Schaden hat diese zweite Märzhälfte in diesen Zahlen hinterlassen? Welche Ausblicke wird man geben? Wird man überhaupt Ausblicke geben? Viele werden wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, was passiert, deswegen geben wir gar keinen Ausblick. Jedenfalls sehen wir, dass zuletzt die Gewinnerwartungen deutlich nach unten gestuft werden. Wir haben jetzt Gewinnschätzungen bzw. Rückgänge der Gewinnschätzungen von 14 bis 40% in etwa. Gleichwohl steigen die Aktienmärkte. Das passt natürlich großartig zusammen. Wir sehen jetzt hier auch nochmal vielleicht
in einer Grafik den Unterschied zwischen den Resultaten besser als erwartet. Das war ja in den letzten Jahren immer der Fall, dass man die Berichtssaison besser abgeschlossen hat als erwartet, weil man vorher eben diese Erwartungen so massiv nach unten geschraubt hat, dass selbst praktisch ein Einbeiniger über diese Messlatte hat springen können. Wir sehen auf der anderen Seite, dass es Zombie-Unternehmen sind, die jetzt besonders gut gelaufen sind. Die haben beim Abverkauf mehr verloren und gewinnen jetzt überproportional mit dem Anstieg, wie es in Sonders zeigt, dass das eigentlich historisch immer so ist. Die Zombies, also die, die nicht mal ihre Kapitalkosten verdienen, die werden jetzt natürlich besonders gefüttert. Die Fed kauft Junkbonds und rettet damit manches Unternehmen, das eigentlich nicht rettbar ist. Hier zum Beispiel sagt auch die Financial Times, buying corporate bonds and ETFs in the secondary market does not to help fund the economy. Es hilft nicht wirklich, die Wirtschaft hier zu stützen. Es ist nur ein Paradies für jene Spekulanten, die vorher in diesen Produkten, in diesen Kategorien schon investiert waren. Die werden in gewisser Weise ausgebildet. Wir haben eben die Situation, dass vorher, wenn alles schick ist, die Gewinne privatisiert werden, jetzt werden die Verluste dann sozialisiert. Das alte nette Muster. Mohammed Al-Aryan, der vielleicht mit klügste Kommentator der aktuellen Situation, der gesagt hat, don't buy the dip, als alle noch den Dip buyen wollten. Der sagte, narratives matter, narrative Erzählungen, die sind wichtig. Und diese changes in narratives, diese Änderungen von den dominanten Erzählmustern an den Märkten, die sind sehr, sehr wichtig. Und er sagt, das nächste Narrativ wird sein, dass wir realisieren, wie schwierig dieser Neustart der Wirtschaft ist, dass das viel schwieriger wird, als viele sich vorstellen können. Gleichwohl können wir uns vorstellen, dass jetzt eben auch die Verschuldung massiv nach oben geht. Hier sehen wir die Ausgaben der USA und gleichzeitig die Einnahmen in Relation zum BIP. Wir sehen, dass sozusagen die Einnahmen massiv einbrechen, Steuerzahlungen etc. etc., die Ausgaben massiv steigen. Die Schecks sind ja praktisch auf dem Weg. Hier nochmal ein Blick in die Zombie-Firmen. Hier sehen wir, dass es vor allem Industriekonglomerate sind, die sehr zombiebehaftet sind. Und an zweiter Stelle Technology und Hardware. Also es ist sozusagen auch ein Bereich hier betroffen, der normalerweise eigentlich, oder von dem man denken könnte, dass er eigentlich, ups, jetzt verrutscht mir die Grafik, dann schiebe ich sie mal schnell wieder dahin und tauche in das Bild wieder ein, meine Damen und Herren. Jedenfalls sehen wir, dass auch Technologiesektor sehr stark von Zombies betroffen ist. Schauen wir uns mal an jetzt, wie es vor Covid-19 war. Hier hatten wir ja bekanntlich die greatest economy ever mit unglaublichen Steigerungen, vor allem der Aktienmärkte. Aber das Defizit ist gleichzeitig auch gestiegen in der greatest economy ever. Und das wird jetzt nicht besser. Wir werden jetzt in etwa in den USA die Schulden sehen, genau in Höhe des US-BIPs. Wir haben also jetzt einen massiven Anstieg dieser Verschuldung. Und wir sehen das, wenn wir uns mal anschauen, wer profitiert denn oder wer zahlt den höchsten Preis für das, was jetzt kommen wird. Dann sehen wir, dass schon in der Finanzkrise dann vor allem die geringeren Einkommen, das ist diese blaue Linie hier, massive Einkommensverluste hatten. Die Mittelschicht, naja, auch Einkommensverluste, aber deutlich weniger. Die Oberschicht, die Top 5%, haben kurz einen Einbruch gehabt und dann ging es massiv nach oben, weil eben die Vermögenspreise so deutlich gestiegen sind. Und es werden diese Top 10-5% sein, die jetzt wieder besonders profitieren von der Fed, weil die Verluste dieser Herrschaften, denen ja mehr als der halbe Aktienmarkt in den USA gehört, eben dann sozialisiert werden. Schauen wir uns mal an, was hier das bedeutet. Nämlich, wir haben jetzt innerhalb von 3 Wochen, 4 Wochen so viele Jobs verloren, wie wir in der gesamten Zeit nach der Finanzkrise wieder aufgebaut haben. Wir sehen das Grundproblem der derzeitigen Situation ist, seit der Finanzkrise, seit dem Jahr 2008, wachsen die Schulden schneller als die Wirtschaft. Und wir haben noch eine gute Nachricht, die ich Ihnen zuletzt noch präsentieren wollte. Wir sehen, dass bei Google Search Trends, also dass die Daten zeigen von Google, dass etwas weniger gegoogelt wird nach Unemployment oder File for Unemployment, also sich praktisch arbeitslos melden. Das geht ein bisschen zurück. Immerhin eine gute Nachricht. Am Donnerstag kriegen wir ja die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Schauen wir uns mal ein paar Charts an. Was wir hier sehen, ist der DAX 10.740 Punkte. Man hält sich also sportlich. Wir sehen in Asien eine Rallye, eben weil man sich denkt, okay, wir kriegen einen wunderbaren Impfstoff.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, aber eben nach meiner Auffassung nicht furchtbar wahrscheinlich. Wir sehen den Dow Jones bei 23.733. Wir waren schon ein paar Pünktchen höher. Die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen Euro-Dollar 1,0935. Gold ist heute Nacht weiter gestiegen, kommt jetzt ein bisschen zurück, aber entspannt über der 1700er Marke. Und Crude Oil nach dem größten Deal der Geschichte. Jetzt bei $29.17. Also, das ist die Lage. Wir kommen jetzt in die US-Berichtssaison. Es ist die Hoffnung, A, dass die Wirtschaft bald wieder aufmacht und B, sowieso dann ein Impfstoff kommt. Alles gut. Wir gucken deswegen schon, denkt man sich vor allem an der Wall Street, ins Jahr 2021, weil da geht es ja massiv nach oben. Jetzt verdrängen wir ein bisschen mal die Aktualität, die Realität, die Gegenwart und das, was in den nächsten Wochen, Monaten kommen wird und schauen schon mal ganz weit nach vorne. Dann können wir teilweise auch absurde Bewertungen an den Aktienmärkten rechtfertigen. Die Rechtfertigung erfolgte nach der Liquiditätsspritze der Fed, die sozusagen auf Kosten der Zukunft die Gegenwart mit billigem Geld versorgt. All das ist wunderbar. Ich wünsche jetzt auch einen wunderbaren Start in diese nachösterliche Woche und sage Servus und Ciao.